Moin Leute und willkommen zur ersten Folge von Road to Top 1 in Battlespot in Germany oder auch Europa oder der Welt. Wir spielen einfach Battlespot so lange, wie wir Bock haben und werden versuchen, in Deutschland Platz 1 zu kommen mit Richard. Hallo, Captain Quinch, Hallo und hallo. herzlich willkommen an Bord, Kameraden, zu einem neuen Format, wo wir Battlespot spielen. Vorgeben, dass wir ein Ziel haben, aber einfach nur Battlespot spammen, weil Laurus sich ein Team von mir angeguckt hat, das ultra OP ist und das deswegen geklaut hat. Was wir auch nicht zusammengebaut haben. Nein, das habe ich alleine gebaut und du hast es geklaut, Laurus. Folge meinen Worten. Stimmt. Richard hat recht. Auf jeden Fall spielen wir jetzt Battlespot. Ich werde es übrigens so zusammenschneiden, dass wir versuchen, so gut wie möglich die Highlights oder zumindest die unnötigsten Stellen rauszukatten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Du wolltest sagen, dass das ein Spieler ist, der komplett von Glurak gerankt wird. Ja, wir nehmen Glurak mit, oder? Dann lead ich mit Knackhack und nehme mal Lola Volona raus. Ich hätte es andersrum gemacht, aber. Egal, wie kriegen das hin? Here we fucking go. Oh, Wer Taforiki! hätte Taforiki, wer damit da noch das gerechnet? gerechnet? Niemand! Killt der Eisenschweif? Nein. Elektro-resistet. Der Stahl. Don't forget this shit. I know. Sonst hätte mein Battle Wir Pass. sind halt quasi. Wir sind halt quasi gezwungen, auf Erdbeben zu Ja, gehen. ich Wer queue ihn scheiße wir denn? einfach. Ich queue ihn, sonst komprimatort er. Richtig, mit was soll der Komprimator? Ich weiß es nicht. Check das! Aber Warte, kommt Tech das nicht Millionen? Nein, das resistet das. Das kriegt maximal ein Viertel. Maximal. Ja, geh auf Kagoron. Kagoron macht von allen am wenigsten. Ja, geh auf Kagoron. Okay. Ja, weil Kagoron verliert halt den Kap Koko, was Kacke ist. Kagoron ist der Irgendwo Play. Knackhack safe. Wir können mit Ja, Kagoron denke ich eigentlich auch. dann auf die Steinkante Steinkante, gehen. wir haben St richtig. Überrumpler wäre so sexy, Warum ne? da Das ist so win? sexy. Das resisten wir halt einfach. Warum ist dieses Pokémon eigentlich so groß? Ich weiß auch nicht, ob Erdbeben der Play gewesen wäre. Wir okay. Ja, Steinkante war der Play. Was macht das Ding gegen uns? Es verliert gegen Kagero. Das Schutzschild. Nö. Was ist das Das denn kann für uns eine eigentlich egal Taktik? sein, weil wir haben die Deathrowers. Deswegen sag ich doch, Kagoron ist viel zu gut in diesem Kampf. Hör auf mich, Laurus. Ja, ich höre Clowneres. auf dich hinzu. Lauteres, So, wie weil viel der Schaden PC so macht. laut ist. Richtig, wie viel Schaden macht Ramos? Half-Life. Okay. Schaden, nein. Durchbruch, der Schaden. Guck den Schaden an. Bam, 2. Ja, kannst du gegen Aurora Steuer spielen, aber es ist eigentlich egal. Lagge ich eigentlich bei dir? Nein. Das ist gut, weil du laggst hart. Das könnte aber in der Aufnahme liegen. Oh, Ja, Felswerfer. richtig. Oh, schade, ich hätte es gern gesehen. Dann Choke dabei, choked Choke er, E. genau. Schade. Meinst du, dass der Kagura einfach sterben wird? Ich weiß nicht. Nein, das war der Play so, weil wir kriegen Leftovers Recovery. Ich glaube, wir hätten einfach in Kaka gehen sollen. Nein, das war der Play so. Bestien Boost! Dann müsstest du jetzt Weil sterben jetzt. lassen, oder? Warum sterben lassen? Wir killen alles. Was will uns denn töten? Tabu Koko? Nein, niemals im Leben. Doch? Ach, ich habe neulich mit Tapu Koko auf der Ladder gegen das Ding gespielt und ich habe dem mit einem Donnerblitz, glaube ich, 60 HP, Das also 60 killt. Cent. Das killt. Safe. Wir haben kein Investment. Wir müssen Oh. trotzdem die Q drücken, aber wir sind halt Attack und Full Init, das darfst du nicht vergessen. Stromschuss sollte uns killen, weil es halt physisch ist, ja. Und ich sag doch, Kagoron drin bleiben ist der Play. Ja, ist okay. Weil 2 EQ? Ich Das wäre, ist okay. ich glaube, ich wäre auf Steinkante gegangen, aber EQ ist okay. Nee, Q ist halt safe, weil er hat doch Protect. Wenn wir jetzt auf 2 auf EQ gehen. Dann Wir wird können auch Tech jetzt das raus und auf durch Rag. unterbrochen. Nein, wir spielen das ganz safe. Da bin ich vorausgegangen auf Rag. Wer schon. Glurak ist schon der Play. Bitte sag mir, dass du rausgegangen bist auf Glurak, Laurus. Nein, ich bin auch noch nicht jung. Ah, oh, viel zu bad. Das wäre so gut gewesen. Das muss so. Also, du kannst nichts anderes Lol, machen. der stirbt. Er stirbt, oder? Warte, er stirbt. Nee, Wer das geht rauhaut? nicht. Das geht nicht. Er wird erst am Ende rausgewechselt, oder? Sonst ist er. Nee, er wird jetzt LOL! rausgewechselt. Er stirbt LOL! einfach. LOL! Er ist einfach der Retard! Ich hätte ihn outplayed, aber er ist der Retard. Er hat sich selber outplayed. Schlaues. Warum macht er das? Was wollte ich sagen? Er stirbt halt einfach. Bam! Ja, aber. Er hätte einfach Aqua-Durchstoß drücken müssen. Und dann in Nein. Kapuriki und dann wieder in Tekras. Und dann wieder Aqua-Durchstoß drücken. Ja, aber wenn
Nee, wenn ich Q gedrückt hätte, dann wäre er auch ausgewechselt worden. Okay, jetzt werfen einfach Knackhack ab. Ja, drück nochmal auf EQ. Aber wieso geht der immer so runter? Weil das viel Schaden macht. Nein, tut es nicht. Aquadurchschuss ist viel besser. Step. Nein, der überrumpert halt Step. Und, ja, aber Aquadurchschuss auch. Nee, Aquadurchschuss hat keine Prio. Ja, aber das ist doch gar kein Grund, dann auf Überrumpler zu gehen. Es macht einfach weniger Damage und beide überleben. Nein, Überrumpler hat mehr Schaden als Aquadurchschuss. Ah, aber ist Überrumpler resistet? Nee. Dann ist Überrumpler der Play. Well, dann ist my bad. I'm sorry. Ist egal, wenn er keinen Aquajet hat, stirbt er jetzt. Ah, ja. Tiefschlag? Das Ding hat Tiefschlag? Ja, das Ding hat 3 Prios. Das Ding hat 4 Prios. Was hast du noch? Aquajet. Ja, Aquajet, Überrumpler, Tiefschlag, was noch? Ruckzucki? Ich weiß auf jeden Fall, dass ja, es noch eine Prio hat. Okay. So, wir sind da mit Burak am Start. Whee, hallo Burak. Dann machst du Solarstrahl? Nein, ich mach den viel stylerischeren Move. Was ist denn der stylerische Move? Das ist gleich sehen. Ja. Da kommt jetzt natürlich nochmal die Sonne und die Mega-Entwicklung. Ja. Wenn du misst, lache ich dich aus, aber wir haben Sonne. Ich kann nicht missen. Oder so. Ich kann nicht missen. Oh, der stylische Play. ja, ich hab's doch gecallt, du musst auf Style gehen, klauen was. Richtig. Sehr schön. Und damit hat Lautris seinen ersten Sieg. Sein Computer so laut ist. Sehr gut. Mhm, weil mein Computer so laut ist. Dieser Gegner war von der Elo auch sehr kleinres. Das darfst du nicht rausschneiden. Nächstes Match, go. Nein, das ist nicht drin. Das ist gut. Japan aus Fukuoka. Oh, da kommen alle Japaner her. Glurak ist OP. Glurak fickt, actually. Aber Garados auch. Weil er durch das Disguise von... Aber Garados wird gewallt von Dings. Aber warte, schau mal auf. Von Tentantel. Ja, außer Tentantel zerfickt... Wir können actually beide mitnehmen und nur Garados megern. Ja, aber es wäre voll gut. Macht keinen Sinn. Ohne Sonne ist Glurak Y dann scheiße. Ja, aber er hat halt... es geht, wir wollen ja nur Tentantel besiegen und den Rest macht halt... Er hat nichts gegen Garados. Tentantel bekommen wir schon down mit Karuron. Karuron ist halt so ein guter Lead, weil wir gegen alles... ich sollte Karuron in der GPL picken, holy shit. Ja, außer gegen Glurak ist das gegen alles ist cool Lead, außer gegen Glurak. Nein. Das Matchup gewinnen wir auch. Richtig. Ja. Auch gegen Glurak X, wenn er jetzt hier... ich bin niemals auf die Drachenattacke gehen. Niemals. Not bad, aber macht er nicht. Wär dumm, weil er sterben wird. Nitro-Ladung, das ist okay für uns, weil wir outspeeden ihn trotzdem. Richtig. Und dann können wir das mal rausschaden. Die Frage ist, ob wir Steinkanten oder ob wir EQ. Ja, wir wollen Steinkanten. Wenn er... Ja, wenn wir halt missen, wär's Worst Case, Alter. Eben, das meine ich, ja. Geh zurück, das ist okay. Aber auf wen? Auf ja, Tentantel. Feels good. Ja, Feels very good. Nein, es ist nicht gut, Arvin. Wir müssen, das ist eigentlich, hat überhaupt nicht gemerkt. Wir müssen aber direkt wieder in Karguron. Ja, das ist doch ultra gut, weil, was wir da tun. Okay. Oder gehen wir auf die Feuerattacke, weil er damit nicht rechnet. Rechnet man damit? Er geht jetzt bestimmt erstmal auf die Egesamen. Er geht wieder zurück. Holy shit, hat er uns outplayed? Mimigma. Nee, es ist Mimigma. Mimigma kontern wir. Ich wollte gerade sagen, dann hat er uns definitiv nicht outplayed. Gehen wir erst einmal Steinkante und gehen dann auf Heavy Slam? Von einem Mist gehabt. Der Mist nicht mehr. Okay, er geht raus. Ja. Er geht raus. Und ich sag der Steinkante war er geht in Tentakel. Ja, Steinkante war trotzdem der Play. Ja, okay. Wir gehen jetzt dann auf die Feuerattacke, oder? Ja, richtig. Das war halt einfach der Play. Garados ist gut, wenn Tentakel tot ist, ja. Bam! Es muss sterben. Es lebt, aber es ist okay. Das Ding lebt, ist das okay? Wir können switchen. Meinst du protected? Was haben wir für Switch-Ins? Garados mit Mega und ja, wenn er jetzt... Wir müssen das, glaube ich, auch so spielen. Ich habe keinen Bock, wir haben halt keinen Lust, Schaden auf Karguron zu nehmen. Nee, auf keinen Fall. Karguron gewinnt halt das Game. Und Knacker kann halt noch Glurak outen, deswegen ist Garados nicht besonders. Nein, was will er sonst machen? Und jeder Move macht keinen Damage. Er geht auf Full Tag, er geht auf Full Tag. Das war halt obvious as fuck. Get fucked, boy! Sub wäre so gut. Müssen wir machen. DD wäre auch so nice, ne? Dragon Dance wäre einfach Game.
Aber Dings. Nee, wenn Knirscher killt. Wir müssen killt, das Ding safe killen. Ja, ja, wenn Knirscher killt, gewinnt Kargoron, insofern scheißegal. Naja, nicht unbedingt, weil wir das Glurak irgendwie tot haben müssen. Das ist egal, wir können auch gegen Glurak mit Garados einfach drin bleiben und uns auf die Mega ankommen. Richtig, lassen. Das stimmt. Das killt aber, oder? Ja, das killt. Gott sei Dank, das ist nächstes kein Beulen. Ich frage mich, welches Item das Tempantel hat tatsächlich. Doch klar, Choice Band. Okay, es ist doch. Es ist Beulen. Es ist Beulenhelm. Es ist Beulenhelm. Nevermind. Es ist Y. Das kann keinen Solarstrahl tanken. Ja, wo, na, bei Full HP nur. Bei nicht den HP wird schwer. Denk richtig, bei Full HP würden wir es tanken, aber nicht mit den HP, das ist richtig. Dragon Dance war der Play eigentlich, oder? Wenn wir den getankt hätten oder er misplayed hätte, wäre Dragon Dance der Play gewesen. Ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist so safer. So ist Glurak auch nicht schlecht. Also, es wird. Wir kriegen Glurak down, definitiv, denke ich. Und dann können wir halt von Mimikma das Ding weghauen, ne? Also die, wir müssen halt auf Steinkante gehen. Steinkante kann halt missen, aber wir müssen es halt machen. Wir gehen auf Steinkante und gegen Mimikma gehen wir dann aber bitte auf Kargoron. Er geht raus. Das war obvious as fuck, aber wenn die Steinkante jetzt trifft, wäre das geil. Dann haben wir gewonnen. Weil dann würden wir das. Wir gewinnen safe, wenn wir weiter unsere Steinkante hätten. Unsere Steinkante ist daneben gegangen. Aber das ist noch okay. Doubled? Das ist jetzt echt unlucky. Nein, es wäre egal gewesen, glaube ich. Nein, die Steinkante war super wichtig, aber so können wir immer noch gewinnen. Ja, gedoubled. Ja. Wir gehen direkt wieder. Hey, das ist actually gut für uns. Weil die Sonne nicht mehr so lang draußen ist. Ja. Ja, ist okay. Wir müssen jetzt wieder in Knappheit gehen. Das ist der actual Play. Ja. Ihr könnt Drachenblutsam, aber selbst wenn er hat, killt halt nicht. Glaube ich zumindest. Nee, Drachenblutsam sind dumme Leute. Ja, Flammenwurf, das sollten wir locker tanken. Das heißt locker, es ist halt immer noch ein Glurak, der Schaden. Nee, jetzt den Burn bekommt, ne, ich hasse ihn. Bekommt er Gott sei Dank nicht. Steinkante, ja? Das ein. You have one job. Macht er aber nicht. Also denkst du, oh, ich double jetzt. Nein. Er hat gar nicht gedoubled, er hat auf Flammenwurf gedrückt. Das ist richtig. Wird er gleich mit direkt wieder rausgehen? Ist scheißegal, oder? Ab jetzt gewinnt Knackkrack safe. Die Steinkante mit Naturhilfe. Nein. Doch? Ja. Ja, aber das Problem ist, wenn er jetzt doubelt, dann gehen wir wieder in Knackkrack. Wenn wir überleben den Doppel. Wenn er doubelt, haben wir actually ein Problem. Ich wär auf Steinkante gegangen, aber ich hab gewonnen. Ja, ich meine, es ist halt eine 50-50 so ein bisschen. Ja. Ich wär aber auf Steinkarte gegangen, glaube ich. Es wäre halt. Er macht Z-Move. Oh mein Gott. Lol. Geht's gut. Was ist das für ein Z-Move? Ist das Fee? Es war kein Geist, oder? Es ist das Schattenfesseln-Dings, das die in so einem Gefängnis macht? Es ist Fee. Dann war das. Das ergibt gar keinen Sinn. Tut mir leid, das ergibt gar keinen Sinn. Es ist halt Z-Move Fee. Auf Knuddler. Ja, aber Schwertanz wäre in jedem Szenario gut gewesen. Glaube ich auch. Ist egal, wir können jetzt Steinkante drücken. Ja, und dann. Die muss jetzt halt nur treffen. Ja, da richtig, weil dann die Steinkanten. Wir müssen nur Steinkanten treffen. Ganz viele Steinkanten müssen wir treffen. Ja. Haben wir schon zwei gemisst, diese. Das heißt, wenn wir von 10 Steinkanten treffen. Knuddler nur. Aber das ist gar nicht so gut für mich. Das ist so unlucky, ne? Wir müssen Heavy Slam, sonst verlieren wir, oder? Ne, jetzt auswechselt, ne? Das wär so traurig. Okay, er drückt schon. Das killt uns nicht. Dumme Klaus, ist eine schwache Attacke. Ja, und ja, okay, super. Wunderschön. Das heißt, es kommt davon ab, wie die Steinkante gegen Glurak treffen. RIP, das Ding ist RIP, ja. Es war halt der Play. Also, Leute. Wir haben jetzt drei Steinkanten dieses Match gemisst, ja? Wäre richtig traurig, wenn wir die Feed müssen würden. Ja, aber es könnte trotzdem killen, weil Glurak Y eine scheiß, Restleich hat. Ich kalk das jetzt nach. Aber es ist doch egal. Ach so. Nein, wenn wir Steinkante müssen. Ah, das ist gar nicht egal. Das ist sogar relativ richtig. Gut zu wissen. Ist ja nicht so, als hätte ich das einfach können. Here is that why. Richtig, aber es ist egal. Garchomp. Sind wir Adamant? Nein, sind wir nicht. Ich bin Scarf, das nee, ist doch nicht. Nee, 95% Max. Outwitch. Ja, wir könnten ihn killen, aber es ist 80 bis 95%. Er hat ja schon Schaden bekommen, ein bisschen. Doch, es geht jetzt wieder in die Aufnahmen rein. Ich sehe dich in den Kampf nicht. Okay. Ich bin in der Aufnahme. Nee, das killt nur bei absolut Max-Damage. Ja.
dass sie die Steinkante. Das können wir nicht riskieren. Die Steinkante. Die muss halt nur treffen. Die Steinkante zu hitten ist wahrscheinlicher, ist wahrscheinlicher als die zu bekommen. Ja. Und wir treffen. Easy. Gott sei Dank. Easy. So easy. Oh. Dieses Game war so easy, Leute. Oh, holy shit. Der Gegner war so leicht und wir haben ihn outplayed und, naja, noch nie so ein einfaches Game gehabt in meinem Leben. So easy. Richtig. So unfucking fassbar easy, Mann. da singt selbst Crow mit. Mach ich gleich. Wir müssen erstmal einen Gegner finden. So. Gegner 3620 Rating aus Japan. Langsam wird's krass. 3600. Alter, Glurak Y. Ich sehe da Glurak Y in dem Match. So hart. Ich sehe da so hart Glurak, ne? Holy shit, sehe ich da Glurak. Ich sehe mehr Glurak als Garados. Ja, definitiv. Garados ist auch geil. Egal, also nehmen wir mit, weil der Blazik ist nicht so geil. Nein, oder? Wir nehmen Kagron in den Lead, weil es der beste Lead ist, dann nehmen wir noch Glurak mit und dann nehmen wir Ninetales oder Chomp. So. Gegen den Japaner. Kagron ist super nice. Hoffentlich lead er mit Mammutil. Die lead immer mit Mammutil. Das ist actually bad. Außerdem, die haben auch Speed. Das beste Matchup, das wir haben können. Ja, Speed. Wenn er jetzt nicht wenn er jetzt Dings hat, Robustheit, das wäre scheiße. Nein, du kannst doch gucken, ob du wechseln kannst. Stimmt. Ja, ist sowieso der Play, weil wir schneller sind. Ja, also das ist das beste Matchup, das wir haben können. Ich weiß gar nicht, warum du das findest. Ja, wenn er jetzt Robustheit hat, wäre er scheiße. Selbst wenn er Robustheit hat, ist das für Matchup, weil wir immer noch ausbieten. Naja, keine Robustheit. Ja, weil die Leute denken sich immer, der Lidl mit Kagron, also nur ich den mit Magneson, dann kill ich ihn, hahaha. Aber die sind halt einfach dumm. Wir haben Mikma als Gegner, warum drücken wir nicht einfach Rambos? Nee, nicht Rambos, drück EQ. Darauf ist Add Disguise. Okay, wir drücken. Okay, Add Disguise. Er drückt mich. Ja, deswegen ist also der Play. Fluch? EQ ist trotzdem der Play. Der Fluch, das ist doch scheiße auf dem. Ich hab schon gegen das Ding verloren. Das Ding ist das ekligste Mikma, das es gibt. Was kann das denn? Protect. Und zap. Okay, wollen wir rauswechseln? Nee, auf gar keinen Fall, weil dann zappt er. Stimmt. Wir wollen das Ding einfach killen. Und jetzt drücken wir Rambus. Wie viel Speedbase hat eigentlich Magnuson? Oh Gott, jetzt kommt wieder so ein dummer Z-Move. Hä, das ist wieder der Fairy-Z-Move! Lauris, wie viel Speedbase hat Magnuson? 60. Ah, lol, dann outspeeden wir es wirklich um einen Punkt, oder? Wenn es mäßig ist, ja. Das sag ich doch. Was? Der dann schippt jetzt eben. Ja, weil er denkt halt, dass wir EQ drücken. Wir sind halt der Lord. Wir haben ihn gerade outlordet. So spielt man Pokémoners. Wie auch immer, er ist tot. Ja, sag ich doch. Wir müssen jetzt plus 2 Kagon. Ja, aber tot. Wegen Fluch und sein anderes Pokémon. Nein, wir leben noch eine Runde. Ja, aber sein anderes Pokémon killt uns. No matter what's it. Es ist immer erst der Heal und dann der Damage. Natürlich. Würde ja auch anders gar keinen Sinn ergeben. Ich weiß. Mammutil. Es ist Scarf Mammutil. Das ist einfach richtig, richtig gut. Er kann actually noch gewinnen, richtig? Wir sind schneller. Oh mein Gott. Weil wir Init haben. Ah, Kagron 3 Kills. Easy. War er Adamant Full Speed und wir outspeeden dann? Nein, wir sind auch Adamant Full Speed. Aber wenn er Full HP ist und kein Speed hat, outspeeden wir ihn halt eben. Ja, und ich sag doch eine Liebe, Kagron. Okay, Leute, das war die erste Folge von Road to Top 10 in Deutschland oder Road to Top 1 in Deutschland. Road ja, to mit positive dem KDA in diesem Game. mit Quinchy, guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Kannst du noch irgendwas für ein Match zu sagen, Quinchy? Und immer dann denken, erst das Müsli und dann die Milch. Und das Geist von Mimikma wird von Überbrückung überbrückt. Also spielt Mega Garados im Battlespot, das ist gut.